Den neuen hatten sie gleich mit dabei. Der BVB hat die Trennung von Trainer Peter Bosch bekannt gegeben. Ihm folgte in Dortmunder zufolge der Österreicher Peter Stöger nach, der am Sonntag gleich mit ans Mikrofon trat. Wahrscheinlich so wie für Sie auch für mich eine überraschende Situation, aber eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich, hier bei diesem Club mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Spielern, diese Verantwortung hier anzunehmen. Das ist was Außergewöhnliches für mich. Ich freue mich riesig drauf. Stöger soll die Saison für den BVB zu Ende bringen und bis Ende Juni 2018 im Amt bleiben. Von seinem Vorgänger habe man sich stilvoll getrennt, so Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Er hat sich bei uns für das Vertrauen bedankt, was wir in dieser Zeit in ihn gehabt haben. Denn das war ja für uns auch eine extreme schwierige Situation, die wir so auch noch nicht erlebt haben. Wir haben die ersten 7 Bundesligaspieler 19 Punkte geholt und dann aus den nächsten 8 nur noch 3. Ich kann mich an so eine Situation persönlich nicht erinnern, Michael sicherlich auch nicht. Und insofern sind wir im allerbesten Einvernehmen dann gestern Abend voneinander gegangen. Mit der Entlassung von Peter Bosch reagiert der Verein auf eine Serie von 8 sieglosen Spielen in der Bundesliga und auf das Aus in der Champions League. In den vergangenen 3 Monaten ist der BVB-Aktienkurs um rund 20% gefallen. Stöger war erst vor einer Woche beim 1. FC Köln entlassen worden. Seine erste Bewährungsprobe in neuer Position ist am Dienstag das Spiel gegen Mainz 05.